Der nächste Test ist sehr gefährlich. Oh. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Schlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Hi Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Portal 2. Das ist ein kleiner Test. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut. Damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Also ich teste mal kurz, wie das mit Fraps läuft. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9999999. Wir möchten Sie darüber informieren. Hallo? Jemand da drin? Das Enrichment Center umgehen verlassen müssen. Oh mein Gott. Alle Tests machst du zu diesem heute? Zeit. Ja. Ah, du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Wir haben ja einen Gehirnschaden bekommen, dadurch, dass wir so lange im Hyperschlaf waren. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Was? Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Ja. So. Okay, das war Springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Ja, mach ich. Die Reserveenergie ist alle und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Mannspirnen vorfindet. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Ja. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen.
Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit! Gute Nachricht! Das ist keine Andockstation! Das Rätsel wäre also gelöst! Ich versuche es jetzt manuell. Ich liebe den Portal 2 Humor. Hab ein bisschen Geduld. Fast geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Lol, ist das gerade asynchron oder bin ich nur dämlich? Critical Fail oder was? Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Intellektuell. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Also, haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. So. Kleiner Ladebildschirm, ich mach so lange auf Pause. Nein, kann ich gar nicht. Ich bin so geil, ich kann nicht auf Pause machen. Lassen wir es einfach mal laufen während der Ladesequenz. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrennt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Oh mein Gott, ein Portal. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Ah, die Tür ist offen. So, und jetzt schön hindurchjumpen, ne? Hui! Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Wiederbeleben? Bin ich nicht im Hyperschlaf? Egal. Ich habe das Spiel schon komplett durchgespielt, das heißt, ich spiele jetzt nicht blind. Und ich weiß auch nicht genau, wann ich aufhören sollte, weil ich habe das so eingestellt, dass ich eigentlich von alleine aufhören sollte. Aber ja, ich nehme einfach mal weiter auf. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird... Was? Na bitte! Geschafft! Ah, hi, auf Wheatley. Dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ah, sie... Nein. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Willst du mal schnell nachsehen? Oh! What the fuck? Hallo? Ich hasse dich, Wheatley. Portalkanone? Nein.
Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt ich sehe sie. Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Da auf die Portalkanone. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Ich gehe mal an, wir müssen hier runter, ne? Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Na dann. Ich gucke mir mal die Grafiken gerne an. Anscheinend gehen wir jetzt tiefer. Also ich weiß eigentlich schon, was wir tun müssen, weil ich habe das ja, wie gesagt, alles gespielt. Das heißt, es ist nicht blind. Ich habe nur gedacht, ich könnte es jetzt mal let's playen, da ich Fraps habe und es mit Fraps ziemlich lagfrei läuft. Was mich eigentlich erstaunt hat, da es bei Minecraft genau andersrum war. Mit Camtasia. Fraps. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Oh. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Verdammt! Das war dumm. Kleiner Moment. Ach, scheiß drauf. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Hm. Boah. Unreason. Ist das so ein kleiner Special-Raum oder was? Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Ich hab's total verpeilt gerade irgendwie. Ach so. Achso, ja, ich muss ja dieses scheiß orangene Portal finden. Beziehungsweise dahin gehen. Wie zur Hölle soll ich da reinkommen? Au! Oh, das war jetzt ziemlich dumm von mir. Das soll, glaube ich, irgendeine Militärausbildung darstellen.
Freund von mir, der hat auch Portal 2, wir werden in Zukunft ein Portal 2 Koop bringen. Er hatte, er hat das Spiel ja auch und dann hat er gespielt und war in einem Level im Aufzug stecken geblieben. Der Aufzug ist einfach nicht mehr nach unten gefahren. Und da musste ich mich echt kaputt lachen, weil, das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Okay. Was passiert, wenn wir hier drauf treten? Ah, I see. Okay, jetzt brauchen wir noch so einen geilen Würfel. Da hinten ist einer. So, hier ist unser geiler Würfel. Hallo? Let down work. Das kriege ich hin. Das kriege ich doch nicht hin. Okay. Was haben wir denn hier alles Schönes? So. What does this say? Ah, I see. Was macht der hier? Ah, I see too. Okay. Okay, das don't get it good as planned. Let's try it again. And it don't get good too. Am Arsch. Das ist eine ganz grobe Theorie. Achso, nein, das kann ja so bleiben, ne? Ah, now I see. What the fuck? Wo ist der denn jetzt hin? Lol. Ach so, der hat den zurückkatapultiert oder was? Hä? Der hat den so geschleudert, dass der hier hingeflogen ist. Ist ja nice. Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Juhu. Also werden immer eine scheiß Kommentatorstimme haben, auch wenn die Anlage kaum noch Strom hat, 1 Volt reicht, also das Wasser so aus einer Batterie rauskriegt, damit wir diese Aperture Science Stimme haben, ne? Also wir haben immer so eine Kackstimme, auch wenn der Strom ausfällt, wir haben immer so eine Kackstimme. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihnen Gott. What the fuck? So, wo ist denn das Orangene? Ach so, okay. Ah, mit der Portal dann kann ich mich ducken, aber nicht ohne die oder was? Wo bleibt da der Sinn? So, und jetzt hinterher springen. Ich frage mich eigentlich, ob wir schon die Fallschaden reduzierenden Schuhe haben. Sieht so aus, ne? Ich weiß nicht. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Das. Okay.
Dann? Nein, das ist falsch. Das... Ich höre Vögel, aber egal. Hä, was? Hä, was? Ich bräuchte ein orangenes... Ah, yes, I see it. Okay, Chakaturia! Okay, hier haben wir das eine schon mal. Ne? So, hier haben wir den einen Cube. Oh. Ja, klar, der Würfel ist oben, aber ich nicht, ne? Willst du mich verarschen? Ist doch am Arsch. Okay, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal von hier oben. Vielleicht kriegen wir jetzt mehr Schwung. Ach, am Arsch. Ja, wir können schon zoomen. Ich wollte es nur nochmal kurz witzen. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Mir ist früher nie das Zeichen auf der Portal Gun aufgefallen, wo Aperture draufsteht. Das ist mir früher nie aufgefallen. Wirklich never. Okay, wir nehmen schon lange auf. Ich hoffe, dass er das jetzt in verschiedene Teile gemacht hat und ich jetzt nicht einzeln schneiden muss. Oder wir jetzt so einen XXL-Part haben, der so eine Stunde geht. Um genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Hey, Kuckuck, ich bin hier oben. Ah, da. Hey, super, du hast die Portalkanone gefunden. Ja. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wider Erwarten doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Drei! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also... Okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang mich, fang mich, fang mich! Au! Au. Ich hatte dich, ich hatte dich. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Okay, dreh dich wieder um. Bam, Geheimtür. Die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Okay, und los geht's. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. So,